Der IFS Food 7 ist veröffentlicht. Dieser enthält viele neue und zusätzliche Anforderungen zur Version 6.1. Die Zeit drängt. Die Änderungen werden bereits ab 1. Juli 2021 verbindlich. Nutzen Sie jetzt die kostenfreie BEARS-Checkliste mit den wichtigsten Änderungen der aktuellen Version IFS Food 7. Senden Sie hierfür einfach eine E-Mail an ifs7@bears.de und Sie erhalten umgehend Ihre Zugangsdaten zur kostenfreien Checkliste. Denn nun gilt es, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Die Checkliste enthält Hinweise zu Änderungen in Kapitel 1 Führung und Verpflichtung, Kapitel 2 Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsmanagementsystem, Kapitel 3 Ressourcenverwaltung, Kapitel 4 Betriebsprozesse, Kapitel 5 Messungen, Analysen, Verbesserungen, Kapitel 6 Lebensmittelverteidigungsplan. Es ist zu erwarten, dass es weitere Informationen und immer mehr Empfehlungen zur Umsetzung vom IFS 7 geben wird. Um über die Entwicklungen vom IFS 7 informiert zu sein, erhalten Sie zusätzlich die kostenfreien E-Mail-Infodienste Lebensmittelrecht und Lebensmittelhygiene. Senden Sie für die gratis IFS 7 Checkliste und die Infodienste eine E-Mail an ifs7@bears.de. E-Mail-Infodienste erhalten Sie mit der nächsten Ausgabe. Selbstverständlich können Sie die kostenlosen E-Mail-Infodienste jederzeit wieder abbestellen. Den Zugang zur Checkliste erhalten Sie umgehend. Viel Erfolg mit der IFS Food 7 Checkliste mit den wichtigsten Änderungen. Bleiben Sie, Ihrer Familie und Ihre Mitarbeiter gesund. Viele Grüße aus Hamburg und Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Arno Langbehn.